Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, der Mietendeckel soll für die einfachen Leute Sicherheit bringen, so sagt die Regierung. Eine Regierung aus jenen, die selten selbst Früchte anbauen, sondern lieber die Früchte anderer ernten. Wissen Sie, ich betreibe seit 4 Jahren am Bahnhof Bitterfelde Ost ein Abgeordnetenbüro, die Staatsreparatur. In meinem Ladenbüro, das Ziel zahlreicher linker Anschläge war, finden sich immer wieder verzweifelte Bürger ein. Mehrfach Bürger, die langjährige Mieter einer Wohnung waren. Ihr Schicksal, sie erhielten eine Eigenbedarfskündigung. Der Mieter soll nach langen Mietverhältnissen die Wohnung verlassen, da der Eigentümer selbst einziehen will. Vorher kam es fast immer zu einem Eigentümerwechsel. Da sind Sie als Mieter in einer verzweifelten Situation. Die Wohnungen, die sich in Berlin als Ersatz finden lassen, sind bei halber Größe etwa doppelt so teuer. Die Käufer von solchen Immobilien sind natürlich oft selbst Opfer eines auch durch den Mietendeckel überhitzten Immobilienmarktes. Es gibt in Berlin Wohnberechtigungsscheine. Die sollen sozial schwache Mieter bei der Vergabe von günstigen Wohnungen bevorzugen. Leider gibt es keine Fehlbelegungsabgabe mehr und der begehrte Wohnraum wird auch an leistungsstarke preiswert vermietet. Und dann gibt es noch die von Frau Merkel, den Linken und Grünen ohne Not ins Land geholten Leute. Die wohnen ja auch irgendwo. Eine alleinerziehende Bürgerin mit 2 Kindern, die von einer Eigenbedarfskündigung betroffen ist und über einen WBS mit Dringlichkeit verfügt, berichtete von Angeboten aus dem sozialen Wohnungsbau, wobei eine 78 Quadratmeter Wohnung 911 Euro warm kosten sollte. Nur mit WBS mit Dringlichkeit zu haben. Man muss aber als Werktätiger über einen dreifachen Nettoverdienst verfügen, um eine solche Wohnung anmieten zu können. Für 2.700 Euro netto muss ich etwa 4.000 Euro brutto verdienen. Dann gibt es aber keine WBS mehr. Was folgt daraus? Diese Wohnung ist nur von Leuten anzumieten, die zu 100% von Sozialleistungen leben. Die Antwort des Senats auf meine Anfrage zur Anfrage 18-25181 bestätigte diesen Umstand. Ein Araber mit einer seiner Frauen und den gemeinsamen Kindern kann die Wohnung bekommen oder auch eine Vertreterin der ziehenden Völker, die kinderreich aus Rumänien nach Berlin umsiedelte. Aber eine alleinerziehende, arbeitende Frau kriegt die Wohnung nicht. War das so gewollt, meine Damen und Herren? Nein? Warum ändern Sie da nicht die Regeln und sorgen Sie zunächst dafür, dass die 50.000 ausreisepflichtigen Ausländer in Berlin absehbarer Zeit Adieu sagen? Sagen Sie den Bürgern, wer Ihnen näher am Herzen liegt, wem Sie sich durch Ihre Wahl ins Abgeordnetenhaus mehr verpflichtet fühlen. Den Menschen aus dem Mittleren Osten und Afrika oder den werktätigen Deutschen? Und noch eine Bemerkung an Frau Radziwill. Ja, da könnte klammheimlich Schadenfreude aufkommen. Die klammheimliche Freude ist verbunden mit der Freude über den Mord des Generalbundesanwalts Buback. Schämen Sie sich, einen solchen Begriff hier zu benutzen. Danke.